Der Zwickauer Globusmarkt hat erneut das Qualitätszeichen generationenfreundliches Einkaufen erhalten. Nach 2010 ist es nun schon das zweite Mal, dass Globus dieses Prädikat erreichen konnte. Die Zwickauer Einrichtung ist deutschlandweit die erste, die diese Rezertifizierung bekommen hat. Das Prädikat wurde im Jahre 2010 ins Leben gerufen und gilt zunächst für 3 Jahre. Nun stand also eine erneute Prüfung an, bei der verschiedene Kriterien erfüllt sein müssen. Die Prüfer kamen also nach Zwickau und nahmen den Einkaufsmarkt ganz genau unter die Lupe. Es bedeutet, dass die Unternehmen, die damit zertifiziert werden, einen bestimmten Katalog abarbeiten müssen, wo bestimmte Merkmale definiert sind, die speziell dazu dienen, das Einkaufen für die ältere Generation angenehmer zu machen. Das ist ein ganz großer Katalog, das im Einzelnen aufzuführen würde zu weit führen, aber es geht zum Beispiel um solche Dinge wie barrierefreie Zugänge, Fahrstühle, gut lesbare Preise und so weiter und so fort. Alles das, was die ältere Generation braucht, um besser einkaufen zu können. Deutschlandweit das erste Unternehmen zu sein, das die Wiederzertifizierung geschafft hat, das ist für den Globus Zwickau natürlich eine besondere Ehre. Vorangegangen war eine intensive Prüfung verschiedenster Punkte. Ja, wir haben einen Auditor, der kommt mit einem Katalog von 63 Kriterien, wo dann genau für jedes Kriterium geprüft wird, ob wir dieses Kriterium erfüllen. Zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Umkleidekabine muss natürlich bestimmte Maße haben, dass ein Rollstuhlfahrer darin Platz haben kann. Und die Dinge werden geprüft und dann wird zusammengerechnet, welche Kriterien man erfüllt, und man muss mindestens 70% der Dinge erfüllen. Wie viel haben Sie erreicht? Wir haben erreicht 92. Ein blendendes Ergebnis, über das sich auch Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis freuen kann. Damit legt Zwickau für ganz Deutschland die Messlatte sehr hoch. Und die Kunden können sicher sein, dass der Einkauf bei Globus für die ganze Familie ein Erlebnis ist.